Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken. Wir sind jetzt hier und wir wollen eigentlich darüber. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, man muss da oben lang. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hoch? Na, hab dich mal so und nicht so. So. Ich brauche mehr Ausdauer. So wird das nichts. Ich will da rüber. Ja. Ganz schön fade Gegend, findest du nicht? Das ist vermutlich Absicht. Schließlich war dies einst ein politisch neutrales Gebiet. Wenn man es allen recht machen will, fällt das Ergebnis eben oft etwas öde aus. Ja. Habe nicht gespeichert, aber ich will es probieren. Scheiße. Ich habe Gott, wie kommen sie da hoch? Aber nein. Boah, hier ist aber was los. Bist du bereit? Nein! Oh, komm schon! Oh. Wie ein Gänzling wie du so einen guten Schild abgeben kann. Welches war denn das mit dem Das wird ein... Und weiter geht's. Zeit ist Geld. Schade. Verdammt. Ja, und Geld ist in Ethia vollkommen nutzlos. Lager aufschlagen. Wenn du geeignetes Feuerholz findest, kannst du damit ein Lager aufschlagen. Ah, okay. Nee, will ich aber nicht. Feuerholz. Trockenes, festes Holz, das eigens aufgrund seines geringen Gewichts und seiner langen Brenndauer ausgewählt wurde. Es ist ideal für ein wärmendes Lagerfeuer geeignet, aber leider auch relativ schwer aufzutreiben. Wenn du welches findest, solltest du unbedingt zugreifen. Aber sicher. Voll die Death Stranding Vibes. Ich will da hoch. Ich komme jetzt hier hoch. Ich glaube, diese Dinger da vorne sind dafür da, dass man da hochklettern kann. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir in der Demo schon überlegt, die laden einen bestimmt auf, wenn man die irgendwie berührt. Ich setze mich mal richtig hin und dann versuchen wir das mal. Wird nix. Hoch. Nicht stark genug, um zum Problem zu werden. Für dich zumindest. Ach, hier rutscht mal runter, deswegen ist es jetzt nicht. Oh, guck mal da. Na?
Doch, ihr seid wieder da. Ach, da ist er wieder. Noch eine Runde? Ich glaube, ich habe einen Lauf. Wie schön, dass du mit Elan bei der Sache bist. Wir müssen da hochkommen. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere... Ja, da müssen wir wahrscheinlich woanders rausgehen. Ich möchte sehr gern dahin, aber ich... Mutant? Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt schon hinkommen irgendwie. Deswegen gehen wir den richtigen Weg. Wir haben jetzt unsere krassen Füße. Piu, da wollte ich auch hin. So, schön Pflanzen sammeln hier. Bitte. Sammeln das alles ein. Dankeschön. Wo ist das denn hier? Voll krass. Ho. Keine Gegner? Das ist ein bisschen suspekt. Was ist das denn? Ethia ist ein wahres Paradies für Entdeckungslustige, findest du nicht? Klar, ja. Wenn man nichts dagegen hat, dass jede Entdeckung tödlich sein kann. Ach, was wäre das Leben denn so ohne ein paar Nahtoderfahrungen? Was ist das denn? Oh, ja. Sieht interessant aus, auf jeden Fall. Wir gehen mal außen lang. Wir gehen doch nicht außen lang. Da ist ein ganz großer Graben. Ich glaube, das ist nicht so geil. Ich will immer noch da hoch, aber wir gehen irgendwann... warte mal, was war da? Ist doch was. Bleib mal da. Halt! Hä? Was ist das? Ist das ein Auge? Sepal ist wie eine Art Insel, oder? Wenn man sich den Bruch als Meer vorstellt, ja. Ja, ein Meer voll menschenfressender Fische. Was ist das? Kommt aber auch nicht dran. Ich will das, was da oben auch immer liegt. Ich will das. Gib mir das. Das behalte ich. Alte Münze. Ha, wir haben eine alte Münze gefunden. Das Silber Ethias galt in der Zeit vor dem Bruch als sehr wertvoll. Familien, die es sich leisten konnten, legten sich für Notfälle einen Vorrat an, diesen kostbaren Münzen an. Das geldlose Finanzsystem im heutigen Sepal beraubte diese Münzen ihres Hauptwerts. Doch man findet auch jetzt noch Personen, die sie im Tausch gegen andere interessante Dinge annehmen. So, gut, wir haben die Münze, also gehen wir jetzt. Dum, 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 boop. Oh, da oben ist jemand. Hallo. In der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, Augen auf, schon kapiert.
Ich will endlich mal mehr von euch. Jetzt. Für meinen nächsten Trick. Nicht weg! Oh, Hilfe. Hab was für dich. Gibt noch? Ach! So. Liegt wohl daran, dass du dich auch langsam nützlich machst. Ja. Das sind auch noch welche. Versteckt ihr noch irgendwas? Hä? Das hat gesessen! Vorsicht! Warum machst du nicht einen Schritt zurück? Beruhig dich. Warum Nö. Bitte lässt du mich nicht in Ruhe? So. Was haben wir hier? Eine Müllhalde. Dionit. Und eine Kiste. Jetzt sei nicht undankbar. Porenstein. Gebt mir eure Kiste. Braucht sie eh nicht mehr. Yep. Das lief gut. Kannst du laut sagen. Jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Ha. Wer ist A oder was? Ich bin A. Voll die krasse A-Frau. Nadelstein, mal hier. Feuerholz. Ein bisschen davon. Sehen meine kleinen Äuglein da. Waren wir schon oben? Komm mir da her. Wahrscheinlich kommen wir von da, gell? Hier waren wir noch nicht. Neue Magie ist verfügbar. Nee, was ist denn das da? Oh. Orte von Interesse und Belohnung. Über Athia sind Orte verstreut, wo du Belohnungen verdienen kannst, um Freys Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Dazu musst du jeweils die angegebene Bedingung erfüllen. Aber die Belohnungen sind die Mühe wert. Wenn du auf einen solchen Ort stößt, solltest du dich der Herausforderung stellen. Hier ist etwas. Ich fühle es. Eliminiere den Feind. Ich weiß, was du meinst. Gib's aufs Maul. Wow. Magie plus eins. Okay. EP plus 42. Oh, was haben wir hier? Etwas gefunden. Ja, schönes. Was ist das? Ich finde, wir sollten erstmal speichern.
ist das denn da vorne? Was bist du denn? Oh Gott, veränderter Mythologen-Dingsbumm. Oh Gott. Das bringt hier gar nichts. Geht schon. Gottchen. Oh, wir sind gestorben. Jetzt bin ich immer gespannt. Aha. Meinst du, ich schaff das? Nee. Lass es uns herausfinden. Oh ja. Wow. Komm schon. Komm. Oh. Das ist okay. Hält nicht auf Trab. Ich glaube, ich habe mich an den Geschmack gewöhnt. Es gibt gewiss schlimmere Laster. Alles braucht seine Zeit, Frey. Verschon mich. Das hilft nicht viel. Ich versuche gerade heraus zu rauszufinden. Ich seh nix. Yep. Nee, das funzt nicht. Ha! Das hat gesessen. Okay. Das wird lustig. Hopp. Mist. Eventuell sollten wir vorher vielleicht uns ein bisschen aufpowern. Okay. Der ist ja auf der Karte markiert. Zu dem können wir auf jeden Fall zurück. Lagerplatz? Mutant. Okay, gut. Also der Mutant ist auf jeden Fall
Dingst. Der ist auf jeden Fall, zu dem werden wir zurückkommen. Ich werde es schon ein bisschen nochmal probieren. Der Doktor wird da eine halbe Stunde dran rum und wird nichts. Was ist das? Haben wir in dieser verfallenen Hütte eine Verabredung, von der ich nichts weiß? Halt die Klappe, vielleicht gibt's hier ja was. Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse. Seid ihr bald mal fertig da drin? Wie viele sind das denn? Du bist wohl in Eile, was? Wo zur Zeit vertrödeln? Nicht viel, aber naja. Himmelskern? So, was gibt's hier noch? So, lässt magische Pflanzen aus deinem Inneren hervorsprechen, die Kiste neutralisieren, wie ich immer noch nicht. Okay, wir haben noch nicht genug. Oh, halt. Gibt's hier noch irgendwas? Da unten sind so Steinchen. Na? Wow. Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. So, was gab's hier? Glutkern. Ah, da unten ist was Interessantes auf jeden Fall. Da ist auch noch so ein Häuschen. Oh. Ja, warte mal. Das wird dir schmecken. Ach. Vergiss nicht zu atmen, sonst landest du nie einen Treffer. Nicht hilfreich. Da. Hasta la vista, Baby. Und ich frag mich, wie ein Winzling wie du so einen guten Schild abgeben kann. Ha. Okay, vielleicht. Immer wieder nur B. Schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass da wieder so Zombies drin sind.
Konsumgüter. Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu konsumieren. So. Wir können ja bald hier von zur Spitze reisen. Ist irgendwas? Außer einen schönen Baum? Oh, haha. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schon kapiert. Wir packen das, oder? Wo ist denn hier jemand? Ach, da drüben. Wir gehen mal wieder hier hoch. Oh, wie sie angewackelt kommen. Nicht weg. So. Hier können wir noch nichts machen. Ja. Ausrüstung. Ah, ich muss zur Werkbank. Mist. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben versucht, gegen unseren ersten Mutanten anzutreten. Aber wenn wir jetzt nicht so bei der Werkbank waren, werden wir direkt nochmal zurück zu dem gehen. Und werden den nochmal probieren, würde ich sagen. Ja, da unten geht's weiter. Da wollen wir natürlich auch überall hin. Da vorne... Ist das hier alles Zypol? Wahrscheinlich, gell? Voll riesig. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und morgen geht's weiter. Bis dann. Tschüss.